Hallo und herzlich willkommen zur Kulturkiste im Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und in Greifswald kommt Weihnachtsstimmung auf. Der Monat beginnt mit dem Welt-AIDS-Tag und zu diesem Ereignis sind verschiedene Veranstaltungen auf der ganzen Welt geplant. Auch Greifswald möchte am 1.12. auf die Thematik aufmerksam machen und Spenden sammeln. Höhepunkt des Tages ist dabei der Gedenkmarsch um 19.30 Uhr durch die Innenstadt. Ein Besuch im Botanischen Garten lohnt sich zu jeder Jahreszeit, aber besonders auch im Winter. Am 7. und am 10.12. könnt ihr etwas über Pflanzen der Advents- und Weihnachtszeit lernen. Die Führung beginnt jeweils um 14 Uhr und kostet 3 Euro. Ihr habt Lust zu lachen? Dann seid dabei, wenn Bernhard Hoeker am 1.12. in die Greifswalder Stadthalle kommt. Um 20 Uhr geht es los und Karten gibt es noch für 26 bzw. 29 Euro zu kaufen. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, das kostenlose Theaterstück Eine wundervolle Weihnacht der Theatergruppe Moonlight zu besuchen. Das Ganze findet am 5., am 7. und am 12.12. im Theatersaal des Berufsbildungswerkes jeweils um 19 Uhr statt. Musikalisch hat der Dezember so einiges zu bieten. Los geht's am 9. mit Lege und Lena im Café Köppen. Um 20 Uhr spielt das Duo für euch vielfältigen Pop-Jazz mit Gitarre und Saxophon. Wer jedoch eher auf Rockmusik steht, der sollte am 15. ins Jugendzentrum Klecks kommen. Dort spielen für euch 3 Bands aus Greifswald, Rostock und Leipzig Post-Rock und Alternative. Um 21.30 Uhr geht es los und der Eintritt kostet 6 Euro. Für die besinnlicheren Klänge sorgen Schüler der Musikschule Greifswald und das Universitätssinfonieorchester am 17. und 18. Dezember. Kommt dafür um 19 Uhr in die Kirche St. Jakobi und genießt ein Weihnachtskonzert mit ganz besonderem Charme. Wenn ihr gerne mit einem Partner zusammentanzt, dann besucht doch mal die Mini-Workshops im Ballhaus Goldfisch. Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat habt ihr von 20 bis 21 Uhr die Möglichkeit, für 5 Euro erste Schritte im Gesellschaftstanz zu lernen. Alternativ werden auch Salsa- und Tango-Kurse für Fortgeschrittene und Anfänger angeboten. Oder seid dabei, wenn mehrere Mannschaften beim Indoor-Drachenboot-Cup um die besten Plätze kämpfen. Am 9.12. erhaltet ihr deshalb von 9 bis 18 Uhr im Greifswalder Freizeitbad ermäßigten Eintritt. Wer sich in einer zauberhaften Atmosphäre auf das Weihnachtsfest einstimmen möchte, der sollte den Greifswalder Weihnachtsmarkt vom 1. bis zum 20. Dezember nicht verpassen. Am 16. und am 17.12. habt ihr jeweils von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, in der Nähwerkstatt Kabutze Last-Minute-Weihnachtsgeschenke selbst zu nähen. So, und das war's von mir. Die TV-Redaktion wünscht allen schöne Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr.